Hallo zusammen und herzlich willkommen zur GPL-Show Season 6, dem nächsten Projekt, was ich höchstwahrscheinlich nicht zu Ende führen werde, weil ich faul und scheiße bin. Ja, keine Ahnung, wie soll ich das Video anfangen? Hi, ich bin wieder alle Jahre zurück. Willkommen, los geht's. Bevor wir ins erste Match springen, Achtung, Spoiler-Alarm. Wer hätte es gedacht, in einer News-Sendung über die GPL kommen News über die GPL vor? Wow, also Neuigkeiten ist relativ, nennen wir es Altigkeiten. Ich bin ja jetzt auch schon wieder 5 Tage im Verzug, richtige Gönnung, aber direkt ins erste Match, denn den Auftakt der Saison bestritten der Sonne- und Mond-Hater gegen den letztjährigen Gewinner, Pasifani gegen Lauris, und es war direkt ein schöner Auftakt, sehr taktisches Spiel, sehr viel Toxin-Damage, sehr viel Gewechsel und sehr viel Tarnsteine-Damage. Und der erste Kill hat recht lange auf sich warten lassen, aber tatsächlich war es Lucario, das Signature von Pasifani, das den ersten Kill der Saison geholt hat. Wollte ich einfach nur mal so anmerken. Leider hat es dann doch nicht gereicht. Jirachi hat dann 3 Kills gemacht und Sneeble konnte am Ende das Match für Lauris entscheiden. Eventuell wäre es anders gelaufen, wenn der Ice Shard auf Mamute gelandet wäre, aber ich glaube, dafür hätte er einen Crit gegen Jirachi, wie auch immer, gebraucht. Von daher ist das schwer zu sagen. Aber es war ein tolles erstes Match, auch wenn es ziemlich, ziemlich lang war und in den ersten Minuten nicht unbedingt viel Action war. Somit gewinnt Lauris den ersten Kampf mit 2:0 gegen Pasifani. Das zweite Match ging ebenfalls 2:0 aus, und zwar zwischen den Pokémassis von Pokémazi und den Nova Dragons von Barry D. Sin of Speed. Gut, dass er keinen langen Namen hat, das wäre immer nervig. Ja, keine Ahnung, wo war ich? Ging auch 2:0 aus, und zwar für Pokémazi. Im dritten Match des Tages hatten wir direkt ein 6:0 am ersten Tag. Das ist natürlich immer sehr, sehr bitter, wenn man mit 6:0 in die erste Season startet. Also richtig abgeholt wird direkt am Anfang. Und zwar zwischen Razor und Present. Ich blende mal kurz ein die Kurzversion des Matches. Denn ja, es gab den ersten Freeze am ersten Tag. Und der erste Freeze hat auch ziemlich... doch ein bisschen gemeddert, denn das Mega Bisaflor wäre halt noch sehr, sehr wichtig gewesen, und so ein Mega Bisaflor kriegst du ja auch nicht immer eben so schnell weg. Von daher war der Freeze schon sehr, sehr praktisch für Razor, der im Nachhinein mit seinem Vernichter Tangela, ja, Tangela hat 4 Kills gemacht, durch das Feld flügen konnte und Present richtig nach Hause geschickt hat. Im Nachhinein gab es sogar einige Kommentarschreiber, die sehr, sehr mad waren, dass dieser Freeze kam und teilweise auch nicht so nette Worte gegenüber Razor verloren haben. Da, ja, fand ich ein bisschen interessant, denn ja, Pokémon ist halt Pokémon, ne? Vor allem, wenn man überlegt, dass der Tütenkopf die Niederlage eigentlich vollkommen locker hingenommen hat und gesagt hat, ey, erster Spieltag, juckt eh keinen, ne? Und er muss ja im Endeffekt auch nur Sechster werden, um in die Playoffs zu kommen. Von daher, warum sollte er sich auch Stress machen? Das nächste Match, die Majoras oder Majoras, ich weiß bis heute nicht, wie es ausgesprochen wird. Ja, es geht mir bei vielen Teamnamen dieses Jahr so. Gegen die Youngstars ging 0:2 für Maxi von Team Mauni aus. Somit die ersten 3 Punkte für die krassen Graffiti-Sprayer. Das Team mit dem wohl süßesten Logo der Liga, die Grippebärchen, verlor leider 0:3 gegen einen Baum. Ja, gegen Triolo Tree. Und im letzten Match des Tages konnten die Rising Delibirds das Team Absolutism absolut nach Hause schicken mit einem 4:0. Schauen wir also auf die Tabelle und natürlich Soulstealer auf Platz 1, ne, mit einem 6:0 am ersten Tag bist du höchstwahrscheinlich Erster. Rising Delibirds auf Platz 2, Triolo Tree auf Platz 3, und dann teilen sich 3 Leute den 4. Platz, und zwar die Schleudergang, die Pokobassis und die Youngstars. Genauso wie dann logischerweise, da die Tabelle am ersten Spieltag ja immer gespiegelt ist, weil genauso viele Leute gewonnen haben wie verloren haben, mit genau den gleichen Differenzen. Maskeregen, also Majoras Maskeregen, Nova Dragons und Mythical Fighter Z oder Mythical Fighters, wie auch immer es jetzt ausgesprochen werden soll, auf Platz 7 mit 0 Punkten, aber dafür 4 Kills. Die Grippebärchen auf Platz 10, Absolutism auf Platz 11 und Precani, Mr. Maus, auf Rang 12. Aber gut, nach dem ersten Spieltag ist eh alles noch scheißegal. Kommen wir zur Killrangliste. Auf Platz 1 Toxiquark von Triolo Tree, denn das hat heute 5 Kills geholt, also absoluter Solo-Carry. Dann, wie gesagt, Tangela, der Soulstealer, mit 4 Kills.
am Start, genau wie das Mega-Meditales der Youngstars. Und Platz 3 teilen sich Anego, der Pokémon-Sies, und Jirachi, oder Jirachi, der Schleudergang. Gehen wir also schnell über die Begegnungen der nächsten Woche. Wir haben Precani gegen die Pokebassies, die Youngstars gegen die Soulstealer, Triolotree gegen Majora's Mask. Nein, verdammt. Triolotree gegen Majora's Maskeregen, Absolutism gegen die Grippebärchen, Nova Dragons gegen die Schleudergang und Mythical Fighters gegen die Rising Delibirds. Gut, dann zum Abschluss noch ein paar Worte über dieses Projekt. Wie ihr seht, es ist optisch wieder anders als letztes Jahr. Ich habe sehr lange rumgetüftelt und damit meine ich tausendmal Sachen gemacht und sie wieder verworfen, weil ich einfach inkompetent bin und mich nicht entscheiden kann. Aber ich glaube, so wie es jetzt am Ende ist, wirkt es ganz cool. Doch, ich bin relativ zufrieden jetzt am Ende, muss ich sagen. Freue mich aber natürlich wie immer über eure Kommentare, Rezensionen, Denkanstöße und natürlich ganz besonders auf den Hate. Von daher, bis zum nächsten Mal. Adios.